In Gelsenkirchen-Horst ist der 46-jährige Dirk auf dem Weg zur Zahnärztin. Ihm steht ein extremer Eingriff bevor, auf eigenen Wunsch. Wenn ich jetzt reingehe, passiert im Endeffekt, dass ich 3 Betäubungen kriege. Und dann werden bis auf 3 Zähne die restlichen unten alle rausgeholt. Juhu! Und dann kriege ich so ein Gebiss, was man so einklicken kann. Und dann bin ich soweit wieder glücklich. 5 Jahre hat der Hartz-IV-Empfänger die Behandlung gescheut. Dabei besaß er schon eine Vollprothese im Oberkiefer und reichlich Probleme unten. Liegeposition. Morgen. Morgen. Und? Gut geschlafen? Vorige Woche hat sich Dirk untersuchen lassen und die Röntgenbilder bestätigen, was er schon ahnte. Auch der Unterkiefer braucht eine Prothese. Also es wären eigentlich 3 Zähne, die man noch halten könnte. Die anderen, das wäre dann besser, die zu ziehen. 8 angegriffene Zähne müssen weichen. Der Eingriff ist nicht billig. Wir stellen den Antrag, schicken den zur Krankenkasse hin. Ja. Wenn ich den hab, komme ich wieder nachher. Alles klar. Ja, super. Härtefall, muss ich generell nichts dazu bezahlen bei einem Zahnersatz. Die Kosten werden voll von der Krankenkasse übernommen. Gut, also Sie haben gut gefrühstückt. Okay, na, morgen frühstücke ich sowieso nicht. Frühstücken Sie? Nicht? Normalerweise ja, aber heute nicht. Da hätte ich hier in der oberen Hälfte hätte ich ja ein Brötchen lutschen müssen. Ja, stimmt, da haben Sie recht. Da müssen wir sonst so gucken, wie das passt, ne? Weil das saß ja nicht mehr so genau. Ja. Ne? Da müssen wir sehen, ne? Weil das ist ja länger nicht getragen worden. Ne? So, ich betäube erstmal, ne? Ganz weit aufmachen, bitte. Doch mit einer Spritze ist es nicht getan. Das sind ja schon einige Zähne, die rauskommen. Aufgrund dessen ist es dann schon ein bisschen umfangreicher. Ne? Das hatten wir eben gezählt. 8 waren das, ne? Mhm. Ja. 3 bleiben stehen. Gut. Ja. So, ich betäube jetzt noch mal weiter. Ne? Ja. Für die Zahnärztin ist eine Prothese immer der letzte Schritt. In Dirks Fall leider unausweichlich. Das ist einfach die ganzen Jahre nicht zur Kontrolle gekommen. Das ist ein Zahnfleischproblem. Und aufgrund dessen sind die einfach locker geworden, die Zähne. Und da kann man dann auch nicht mehr so viel machen, ne? Leider. Gut, wunderbar. Rauschen mir die Zähne. Klapper gib ich her. Wenn da was kaputt geht, da tut das wenigstens nicht mehr so weh. Also nicht wundern, wenn das jetzt ein bisschen knackt, ja? Mhm. Das kann sein, weil die Zähne sind ja morsch, ne? Mhm. Aufgrund von Zahnfleischproblemen und Karies sitzen die Zähne des 46-Jährigen im Unterkiefer bereits so locker, dass sie beim Ziehen nicht viel Widerstand leisten. Lieber hätte die Zahnärztin das natürliche Gebiss erhalten. Doch der Zustand ist zu schlecht. Nach dem Röntgen war klar, bis auf 3 Zähne müssen alle ersetzt werden. Ja, auf jeden Fall. Klar ist das kein schönes Gefühl, wenn man Zähne ziehen muss. Irgendwo schon traurig. Besonders dann in dem Alter ja auch, ne? Und dass so viele Zähne dann rauskommen müssen. Da ist eben einfach die Aufklärung, denke ich mal, nicht gut genug. Dass die Menschen einfach nicht drüber nachdenken, ne? Was das bedeutet, ne? Weil eigene Zähne sind eigene Zähne. Ne? Die Zahnentfernung dauert keine 2 Minuten. Gleich nach dem Ziehen kommt das Teilprovisorium auf Dirks Unterkiefer. So, das ist erstmal das untere. Ja? Gucken wir mal eben, wie das mit dem oberen hinkommt.
Jetzt einmal zusammenbeißen. Gut. Und wieder aufmachen. Die Vollprothese für den Oberkiefer wurde bereits vor 5 Jahren angefertigt. Nachdem das Tragen Dirk aber Schmerzen verursachte, hat er immer häufiger darauf verzichtet. Und, alles gut? Mhm. Man hat gar nichts. So, jetzt schreiben wir ein bisschen den Biss noch ein, damit das gleich besser beim Zusammenbeißen passt. Vor einer Woche hat sich Dirk aufgerafft, um seine Zahnprobleme anzugehen. Kurz darauf wurde die mittlerweile nicht mehr passgenaue Prothese mit Kunststoff aufbereitet. Ich mache da jetzt erstmal Haftcreme drunter, ja? Und zwar hier in dem Bereich, ne? Das ist ja jetzt sehr aufgefüllt, ne? weil sie das nicht getragen haben vorher. Ne? Das ist jetzt mit Kunststoff aufgefüllt. Das kann sein, dass sie da mehr Haftcreme erstmal drunter machen müssen, weil das noch nicht so passt, ne? Das ist die Haftcreme. Ne? Einfach so auffüllen. Ne? Zu viel hat auch keinen Zweck, weil sonst quillt das raus. Ne? Ja? Gut. Einmal den Kopf hinten anlehnen. Bisschen festdrücken. Ne? Dann müssen Sie selber gucken, wie lange das hält. Einmal zusammenbeißen. Ja, gut, so ist erstmal gut. Wie lange das hält, kann sein, dass Sie das im Laufe des Tages dann noch mal erneuern müssen. Ja? Sie dürfen jetzt 2 Stunden nicht essen, nicht trinken, nicht spülen und ganz wichtig, nicht rauchen. Ja? Weil wenn Sie rauchen, das verengt die Blutgefäße und dann haben wir Heilungsschwierigkeiten. Ne? Und bei so vielen Zähnen, die wir gezogen haben, ist das immer ein bisschen problematisch. Auch wenn der Hartz-IV-Empfänger das nicht gerne hört, 2 Stunden muss er sich in Disziplin üben. Tschüss. Die neuen Dritten sind erstmal gewöhnungsbedürftig. Ist das nicht angenehm, Zähne im Mund zu haben? Im Endeffekt ja. Ich kann wieder ganz normal essen, wie sonst auch. Und ich sag mal, dann brauche ich meinen Gaumen nicht noch mal zusätzlich belasten, dass dann irgendwann mal so ein paar Laten oder so was kommen. Das geht. Jetzt heißt es für Dirk, Zähne zusammenbeißen und hoffen, dass seine Prothesen im Kiefer passen und halten. Die größte Hürde ist aber genommen. Auch die Schmerzen. Bei Ehefrau Jenny hält sich das Mitleid in Grenzen. Sag mal, süße Sahne. Nee. Sag mal, so süße saure Sahne. Nee. Sie ist doch mal saure Sahne. Der Hartz-IV-Empfänger hat außerdem schlechte Laune, weil er noch nicht essen, trinken und rauchen darf. Für die 39-Jährige kein Grund, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil. Er hat mich auch geärgert. Das ist Rache. Das ist du hast ja auch ein Steinzeitgebiss gehabt. Das war Vendetta. Aber der Unterkiefer, der ist extrem geil betont. Kriegt er jetzt besondere Schonkost von dir? Der kriegt gar nichts. Der wird normal essen. Ich habe auch normal gegessen. Das Einzige, der wird das selber merken. Entweder tut ihm das Fleisch weh, wenn er reinbeißt, oder irgendwas anderes. Weil er muss ja eigentlich richtig essen. Er muss sich ja an die Prothese gewöhnen. Vor allem, er wird dran merken, weil wenn er die Prothese länger drin hat und die Narkose nachlässt und wenn er jetzt wirklich Bock hat, was zu essen und dann anfängt, die Schmerzen, dass das anfängt, wieder zu beleben, zu durchbluten, wird er merken, dass er Schmerzen bekommt. Noch kann Dirk lachen. Doch Jenny weiß sehr genau, was ihrem Mann bevorsteht, wenn die Betäubung später nachlässt. Ein bisschen habe ich Mitleid. Na klar, das tut weh, ich weiß das. Wenn ich daran denke, wenn ich das noch mal machen müsste, nö. Da lutsche ich lieber alles, ganz ehrlich. Also noch mal die Schmerzen, ne. Das Einzige, was ich wirklich bereue,
Ich hätte gerne so ein vorübergehendes oder so ein Übergangsding gehabt. Hast du auch keine Zähne mehr? Ich habe auch keine Zähne, ich kann die so rausnehmen. Ja. Der, vor allem mein Zahnarzt hat Scheiße gebaut. Er hat die Kronen einzementiert. Und natürlich muss ich bei nach jedem Essen, muss ich das Ding, Moment. Nach jedem Essen muss ich das Ding ausspülen. Südlich in Gelsenkirchen-Horst hat auch Dirk die Tatenlust gepackt. Er hat sich fest vorgenommen, auf die neuen Zahnprothesen besser aufzupassen und sie nach Vorschrift zu pflegen. Die werden jeden Morgen geputzt. Dann fange ich an, das Gebiss sauber zu machen. Dann wird das abgetrocknet. Und dann. Na, wo ist das denn jetzt? Haftcreme rein. So richtig hat sich der 46-Jährige noch nicht an seine künstlichen Zähne gewöhnt. Mit den eigenen sind sie nicht zu vergleichen. Zumindest hat Dirk schon die schriftliche Bestätigung vom Jobcenter, dass er den Zahnersatz als Hartz-IV-Empfänger erstattet bekommt. Und wegen dem Härtefall heißt das jetzt, kann er das nicht selber bezahlen. Aber man sagt ja, von irgendwas müssen wir dann auch noch leben. Ich habe mir jetzt so oft mehr von den Leuten angehört, die in der Politik arbeiten, dass Hartz IV keine Schande ist, weil man einfach nur uns das Leben noch halbwegs noch erleichtern soll. Erleichterung erhofft sich der gelernte Dachdecker auch von den neuen Prothesen. Der Einzige, was ekelhaft ist, ist von dem von der Haftcreme ist der Geschmack. Als Härtefall vor der Krankenkasse gilt Dirk, weil er in seiner ehelichen Gemeinschaft von weniger als 1.800 Euro Einkommen leben muss. In diesem Fall wird der Eigenanteil von der Versicherung übernommen. Die Krankenkasse hat einen Zettel ausgeschrieben, da stand 3.500 drauf. Und was jetzt das Jobcenter bezahlt hat, weiß ich gar nicht. Weil die haben keinen Zettel ausgefüllt, noch sonst was. Wir brauchten nur unseren Hartz-IV-Schein mitbringen. Und dann sagte die Zahnärztin, das ist Härtefall. Auf jeden Fall tut es nicht mehr weh im Kiefer. Und das ist für den 46-Jährigen erstmal die Hauptsache.